Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Und man könnte damit überall in der Stadt hinfahren. Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich ändere mich. Ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Werden sie wohl bald herausfinden. Jedenfalls sind wir jetzt ganz in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das könnten wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns die richtige Richtung weisen. Welche Gefährten? Oha, die vorletzte Haupternährung. Und die Bahnhofssitze. Hier können wir nichts machen. Auf der anderen Seite können wir raus. Hops, hops, hops. Die Automaten sind leer. Geht's hier hoch oder? Geht's hier weiter oder ist das eine Änderung? Schaltknüppel oder so gibt es hier nicht, womit wir die Bahn losfahren lassen können. Womit wir die Bahn steuern können. Okay, dann geht es wohl da oben weiter. Irgendwas in Erinnerung oder so. Sammle Erinnerungen. Sieht zu glänzend aus hier, aber das ist für das Kaffee-Design. Das Snack-Automat ist auch leer. Die Metro ist aufgrund der Pandemie-Beschränkungen geschlossen. Wird nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regierung kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Okay. Hören wir auf mit Pandemie. Oh, hallo, wer bist denn du? Gibt's eine Änderung? Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Tuning-Tests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Ah, das war doch hier der Tuning, da habe ich doch einen Film drüber, der unter anderem die Enigma entschlüsselt hat. Was hat er und den Computer erfunden hat, den Prototyp des Computers. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek. Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie die Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Eine weitere Erinnerung. 1, 2, 3 haben wir dazwischen durchausgelassen. Ah, hier können wir Radio anmachen. Naja. So, gibt's nichts.
Ledok, was treibst du denn hier oben? Ausrufezeichen. Okay, das ist keine große Hilfe. Oha. Vor was ist er auf der Flucht? Leute. Gesucht, Clementine, Unruhestifter. Außenwettler, rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Ja, dann wird sie hier vielleicht jemand gesehen haben. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du nicht so rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hier, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird. Richtig? Solltest jemand anders fahren? Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Okay. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ja, ja. Und dann kommen die Zugs. Keine Sorge wegen dem Müll. Ja, lustig. Oha, Officer. Was ist los hier? Lass mich in Ruhe, ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Okay. Das ist mein Hinweis. Ihre Identität, bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Okay. Friedensstifter 221-06. Alles klar. Und die Bullen hier in dem Gebiet. Der Zugang zu unteren Ebenen ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Okay. Nummer oben auf. Zimmer bequem hinlegen. Großartig. Es ist groß und es ist artig. Schön strecken. In dem kleinen Nickerchen. Okay, wir können die Kiste wenig runterwerfen. Wie schade. Hier noch zu sehen. Muss doch hier irgendwo eine Änderung oder so geben, dass sie so verwinkelt ist. Oder nicht? Nö. Ist einfach nur eine verwinkelte Ecke. Okay. Ein Katzensprung. Stadtzentrum. Und wofür gab es das Achievement jetzt? Ah.
Bestimmt nicht fürs Niesen. Lasst mich rein, lasst mich rein. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht's gut. Okay. Kommt nicht raus. Geht durch eine andere Tür. Bei dem Nekrokorb arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo der recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Da kann ich dir aber was sagen. Euer Dreck, da bringt doch euer Zeug bringt dort unten alles in Gefahr. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Das hätten wir auch den Kopf zeigen können, aber naja. Lieber mal nicht, oder? Du wird ja scheinbar gesucht. Wir wollen sie ja noch treffen. Wie kommen wir denn da hoch? Oha. Nun, das mal kein. Das ist mal kein Bild ist. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht habe und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Okay, was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Der 11. Oktober. Haben wir noch, immer noch den 11. Oktober oder ist das ein falsches Datum? Keiner weiß, welcher Tag eigentlich ist. Ja, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Nekrokorb Fabrik ist ein Ort für einen kleinen. Ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Ja. Ein paar Jahre. Ist ja hier fast genauso weitläufig wie die Stadt. Wie die Slums. Ich hab zu tun, was willst du? Hau ab. Nicht so unfreundlich hier. Gib mir die Box. Nö, ich komme da jetzt nie mehr raus. In der Box.
Na gut, okay, gehen wir mal weiter. Ich bin eine Katze in der Box sein, das ist genau das Richtige. Da kommen wir nie wieder raus. Oha, Klamottenladen. Es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum. Der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Okay. Hallo Ladenbesitzer. Bist du eine der jungen Raubkatzen, den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Wer sind die denn? Ihre Klamotten sehen furchtbar aus. Schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Du musst eine Klamotte nehmen. Aber wir können vielleicht eine Jacke klauen, wenn man nicht hinguckt. Für andere Leute mitnehmen. Ich glaube, selbst tragen können wir es nicht, aber. Teppich kaputt machen. Ich kann ihn irgendwie hier herlocken. Und hier mal leer machen. Aha. Okay. Brauchen wir eine Kassette für. Ist hier irgendwo eine Kassette? Und wir Lärm mitmachen können. Oha. Ich muss irgendwo eine Kassette finden und damit Lärm machen. Dann hört die Sache klauen. Ja, Sättchen. Wir müssen dann ins Hinterzimmer gehen, dann können wir hier. Wenn wir abgelenkt ist, können wir die Jacke klauen. Diebische Katze. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange Leben für die Außenwäldler. Okay, das sieht ja alles wieder sehr episch aus. Okay, vielleicht finden wir irgendwo eine Kassette und dann bringen wir sie mal hier zurück. Residenz Ladenstraße Nekokorp. Die Residenz in diese Richtung. Oha. Ein CD für uns und eine Kassette. Können wir das kaputt machen? Nee, scheinbar nicht. Orangenflasche hat der beste Freund der Katze. Der Roboter gestreichelt. Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 53 Jahre abzusitzen. Also sei vorsichtig.
Oh, Clementine, wenn ich du wäre, würde ich das Mädchen nicht finden wollen. Es ist nur eine Frage Zeit, bis sie von den Wächtern erwischt wird. Doch wenn du dich weiter umhörst, wirst du sie sicherlich finden. Nur sei dir bewusst, dass du damit Ärger an das ziehst. Okay. Und du? Ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Okay, genau zu dem Aufzug will ich hin. Das wird wohl nicht so leicht, wenn die Wächter da im Weg stehen. Tagesmüh, trockene Luft und Schüssel mit heißem Öl. Extra Qualität. Das klingt ja sehr lecker. Nur heiße Luft hier. Was kann ich heute Abend für dich tun? Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Kalier. Hoppada. Oh, eine Erinnerung. Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Oder Öl und heiße Luft. Ich erinnere mich an meine Lieblingslokal, als noch ein Mensch war. Es war klein und einladend und der Name der Bedienung war... Ich weiß nicht mehr, es fing mit M an, glaube ich. Okay, da haben wir wieder zwei rausgelassen. Lückenhaft unsere Erinnerung. Ich hoffe, das gibt den Happy Ends dann keinen Abbruch, wenn wir dann ein Stückchen auf der Erinnerung können. Hauptsache, die Haupterinnerungen sind alle da. Suchen wir noch nach einer Kassette. Hat eine gesehen? Hat den Bauch eingeschlafen. Tja, jetzt kannst du nicht mehr aufstehen. Jetzt hast du eine Katze auf dir. Du musst liegen bleiben. Okay, ist eine Bar. Können wir Billard spielen? Das Gesicht falsch rum. Ich habe versucht, einen Zielbot herunterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein. Habe mir aber keine Mail mehr eingefangen. Bin mir nicht sicher warum, aber jetzt kommt mir als schräg vor. Aha, deswegen hat das Gesicht falsch rum. Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab. Aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Ich habe hier irgendwas nicht richtig? Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Sucht nach Informationen über alle möglichen sehr alten Gerätschaften. Seltsam. Recht viele gleiche Bilder an der Wand. Oder von der Außenwelt. Außenwelt-Lack-Café.
wir müssen hier mal ein bisschen Musik ändern. Tuning kenne ich nicht. Ich mag so ziemlich alles. Das Bild. Ich habe dieses Mädchen schon einmal gesehen, glaube ich. Suchte nach Informationen über alles Mögliche. In sehr alten Gerätschaften. Seltsam. Die Musik gerade. Miau, 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 miau. Oh. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus den kleinen Augen ziemlich gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Ich glaube, dieses Mädchen habe ich schon mal gesehen. Sie wohnt in der Residenz, nicht wahr? Okay, alle sagen uns in der Residenz. Da müssen wir wohl mal hin. Mein Lieblingsdrink ist Öl. Was ist deins? Memov? Das Bild, ich habe das Mädchen schon mal gesehen, glaube ich. Viele sagen alles gleiche. Okay, mit dir können wir nicht reden. Ist auch wieder der 11. Oktober. Und vielleicht am 11. Oktober irgendwas Großartiges passiert oder was großartig Schlechtes. Oder es ist irgendwie einfach eine random Zahl. Ich glaube gar nicht mehr, dass es noch derselbe Tag ist, an dem wir angekommen sind. Das kann ich gar nicht hinhauen. Auch wenn mich der Jeep nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte ihn nicht zu vergraulen. Können wir ihn vergraulen? Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam. Und jetzt ist sie geschlossen. Oha. Welch trauriges Schicksal. Aha. Und den Kegel auf dem Kopf. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund. Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ein Getränkeautomat, der noch Zeugs hat. Kommen wir nicht ran? Okay, schade. Können wir noch kratzen oder? Hoch kommt mal wieder runter. Oh, Übersetzung. Ankündigung. Suchst du jemanden, mit dem du über Poesie plaudern kannst? Ich wohne gleich hinter dem Aufzug. Bonbot. Bonbot. Ist hier noch größer als die Slums. Viel gigantischer. Ein verlassener Laden. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Es tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so als würde er mich nicht hören. Uff. Sorry. Stand im Weg. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Sir. Wird's nicht zum Stolpern bringen. Sorry. Hoppala. Das war völlig aus Versehen. Entschuldigung, ich bitte vielmals um Verzeihung. Nur eine harmlose Katze. Ich will hier nichts. Ich will hier niemandem was. Sorry.